Lagerfeld und Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Freut mich, euch zu treffen. Schön, dass es bei dem schrecklichen Akt... Auch wenn wir die Haupttruppen Velindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Das Schlachtfeld ist übersät mit umherstreunenden Untoten, die in den Kämpfen ihre Herren verloren haben. Noch schlimmer ist, dass der Feind unsere eigenen Toten wieder auferstehen lässt und gegen uns einsetzt. Akolytin Naemin führt ein Kelem-Vorritual aus, um die Gefallenen zur letzten Ruhe zu bitten. Das wird sicher einen Angriff provozieren. Ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Ritual zu Ende gebracht werden kann. Könnt ihr derweil das Schlachtfeld nach Verwundeten durchkämmen und ihnen den Weg hierher zeigen? Begebt euch danach bitte ins Lager von Delmecord und erstattet ihm einen Lagebericht. Durch Lärm mit einem einzelnen Gegner im Nahkampfbereich mit einem Ablenkungsangriff Schaden zugefügt. Feindliche Objekte werden mit dem Zielmarker ins Ziel genommen. Der Assistent zeigt dir durch Aufsteigen neu zugängliche Optionen an. Mitunter werden dabei auch wir hatten Glück, dass wir Velindras Angriff zurückwerfen konnten. Danke für die Hilfe mit unseren Verwundeten. Bei den ganzen Untoten, die sich hier herumtreiben, hätten sie sicher nicht mehr lange überlebt. Ich werde so schnell es irgend geht versuchen, Linkletter medizinische Versorgungsgüter und Verstärkungen zu schicken. Dummerweise haben wir hier selber auch genug Probleme. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch. Wir haben zwar Velindras Hauptarmee vertreiben können, aber ihre roten Magier machen uns immer noch mit auferstandenen Toten zu schaffen. Gefreiter Horthoden und seine Bogenschützen versuchen, sie in Schach zu halten, aber ihnen geht die Munition aus. Ihr müsst das Schlachtfeld nach Pfeilen absuchen und sie auch Toten abnehmen. Bringt, was ihr finden könnt, zu Horthoden. Wird eine Geschosswolke aus Klingen auf das Ziel geworfen. Wir müssen die Magier zurückdrängen. Danke für eure Hilfe. Zwar wurden die roten Magier nicht endgültig vertrieben, aber so müssen sie sich erst einmal eine Weile bedeckt halten. Durch Schritte der
Q-Taste wird der Gegner mit einem schmerzhaften Schlag benommen gemacht und ihm Schaden zugefügt. Hallo. Wird schon wesentlich frischer als unten am Strand. Hab doch gesagt, ein warmes Feuer wird euch gut tun. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollten. Linkletter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen. Durch das Weg auf einen Ort kann dorthin gereist werden. Sie stecken in Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen! Dauer kann nicht gewandelt werden.
tut mir leid. Ihr müsst sie aufhalten. Lord Never Ember ist kein Heiliger. Aber diese Alternative ist wesentlich schlimmer. Wenn Never Ember fällt, herrscht Valindra über Neverwinter. Sucht nach Feldwebel Nox. Er ist einer von Never Embers Wachen. Einer der Guten. Ihr müsst... Valindra!